Müller ohne Mu. Vegan Drink von Müller. Heute in meiner Produktreview. Viel Spaß im Test. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es ein neues Produktreview-Video. Das heißt, wir haben ein paar neue Produkte am Start, die rausgekommen sind. Wie gerade schon im Intro gesehen, haben wir entsprechend die Müller nicht mehr Milchprodukte oder Müller Milchreisprodukte, sondern die Müller Veganprodukte, kann man so sagen. Ja? Also das muss man erstmal in den Kopf bekommen. Ich war jetzt nicht so früher nicht so der mega Müller Milch-Fan. Ich habe mal ab und zu so eine Schoko-Erdbeermilch getrunken. Müller Milchreis, ja, auch mal öfters gegessen, aber eher den neutralen, glaube ich, oder den mit Erdbeer, wenn ich mich so erinnern kann, liegt ja schon eine ganze Weile zurück. Und jetzt müssen wir uns erstmal reinhämmern, dass Müller entsprechend auch vegane Produkte hat. Richtig, richtig cool. Freut mich auf jeden Fall, dass die da auch den Schritt gegangen sind. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr natürlich schon die Produkte getestet habt. Die müsst es nämlich erst ab heute geben. Also da ist euer Feedback natürlich immer wichtig. Ansonsten, wir clustern das so ein bisschen, also gliedern das so ein bisschen den Produkttest heute. Und wir testen auch nochmal von Dr. Edgar die Love It Puddinge. Und des Weiteren von Ehrmann einmal Schoko- und Vanillepudding mit Vanillehaube. Müsst ihr scharf gestellt haben. Genau, also die testen wir. Als erstes starten wir mit den Müller-Produkten, mit dem Vegan-Reis, dann die Müller-Vegan-Drink, dann die Ehrmann-Puddinge und zum Schluss machen wir nochmal, nee, die Dr. Oetker machen wir davor und zum Schluss nochmal die Ehrmann Vanille und Schokopuddinge. Also eine ganze Menge zum Testen. Bin sehr, sehr gespannt, besonders auf die Müller-Produkte. Wenn ihr weitere Tests von mir sehen wollt, Produktreviews oder auch zum Thema vegan leben oder richtig geile Rezepte, dann abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein Video und so könnt ihr mich entsprechend auch unterstützen, damit wir weiter wachsen. Da wollen wir gar nicht lange weiter quatschen, sondern kommen direkt mal zur ersten Produktkategorie, zu den veganen Reisprodukten. Wir starten ja, wie gesagt, mit den veganen Reisprodukten. Wir haben hier vier Sorten von Müller. Einmal auf, also alles auf Kokosbasis, einmal Vanille, Zimt, Schoko und pur. Hier wäre natürlich noch geil gewesen, um was Fruchtiges. Das kriegt man ja eigentlich schon hin, weil Marmelade kriegt man ja auch, ist ja auch vegan entsprechend. Die hätte man, also ich bin so ein Erdbeer, so ein fruchtiger Fan eher. Also ich hätte mir noch so Erdbeer auf jeden Fall gewünscht, das wäre ziemlich cool gewesen. Ansonsten habe ich auch schon gesagt, ich kann mich so an früher erinnern, habe ich eher mal den puren gegessen. Und der Vanille, den kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, also ich erzähle immer noch ein bisschen was entsprechend auch zum Produkt, was die Zutaten sind und die Nährwerte, die blende ich dann immer noch so ein bisschen ein. Die werden wahrscheinlich bei allen Produkten relativ ähnlich sein, auch den Nährwerten. Wir schnappen uns jetzt einfach mal kurz pur und Schokolade und haben hier auf 100 Kalorien, auf 100 Gramm auch 111 Kalorien, also hier fast ähnliche Nährwerte. Schnappen uns nochmal Zimt und Vanille. Haben hier 110 Kalorien und 110 Kalorien, also fast identische, also minimale Abweichung entsprechend. Deswegen wird wahrscheinlich diese Reisbasis, ja, auf Kokos gleich sein von den Kalorien. Und dann ist entsprechend das Topping noch mit drin, was entsprechend nochmal von den Kalorien her variiert. Ich habe auch auf meinem YouTube-Kanal ein super cooles, blende ich auch hier mal ein oben, könnt ihr später euch vielleicht gerne mal angucken, wie ihr auch den Milchreis einfach selber machen könnt, und zwar super schnellen Milchreis, nämlich mit geschroteten Reiskörnern. Ja, geht es noch viel, viel schneller als mit normalen Reiskörnern, ist dann richtig schön fluffig, matschig, mega lecker, auch mit Kokosmilch, ist ja fast was Ähnliches und ich kann mir auch vorstellen, dass die richtig gut schmecken auf Kokosbasis. Also starten wir mal mit dem puren, machen den mal auf, sieht auf jeden Fall aus wie ein Müller Veganreis, Müller Milchreis, Müller Veganreis. Was haben wir als Zutaten? Blende ich hier nochmal ein. Wasser, Kokosmilch, dann 9,4% Reis, dann kommt der Zucker, Reissirup, Reismehl, Verdickungsmittel, Guarke, Guarke-Kernmehl
Johannesbrotkernmehl, das sind beides typische Verdickungsmittel. Dann haben wir noch Speisesalz, Zitrusfasern, Aroma, also die Zutatenliste, finde ich schon mal sehr positiv. Nichts Verrücktes drin. Ist natürlich, wie gesagt, ganz normal auch bei so einem Joghurt-Alternativen oder allgemein. Solche Produkte haben immer relativ hohen Zuckeranteil, ne? Also 15,6 Gramm Kohlenhydrate und davon 6,7 Gramm Zucker. Geht aber sogar, ne? Wahrscheinlich durch den hohen Reisanteil von 9,4%. Ja, na gut, dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem Puren. Wollen wir den großen Löffel nehmen? Ich habe mir extra so ein Glas hier beiseite gestellt, dass ich mir nicht immer ist ja aber so richtig super sauber geworden im Geschirrspüler, dass ich mir nicht immer 50 neue Löffel nehmen muss. So. Vielleicht zeige ich ihn öfter nochmal. So, ich muss den nochmal umrühren. Ich weiß nicht, ob das ein... Es gibt die Fraktion, ne? Die Leute, die das entweder mit dem Topping umrühren oder sagen so, wie kannst du bloß den Joghurt oder den mit der Sahne, da kommen wir später noch zu, Schoko und Sahne, manche löffeln den halt komplett und manche rühren ihn um. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr für ein Typ seid oder ob das ein absolutes No-Go ist, die Sahne mit dem Schokopudding zu verrühren. So. Ja, Kokosbasis ist natürlich super cool, schön cremig. Speckt man auch ein bisschen durch. Wenn ich mich jetzt so zurückerinnere an diese Produkte, als ich noch nicht vegan gelebt habe, würde mich echt mal interessieren, ob da ein Unterschied ist. Schmeckt, also wenn ich mich so zurückerinnere, schmeckt sie früher. Richtig schön cremig, man schmeckt wieder schön diese dicken Reiskörner, die sind also richtig schön bissfest noch. Mmh, richtig lecker. Mist, nicht gut, dass der so lecker ist. Also der pure schmeckt schon mal echt lecker. Also klar, man kann es auch selber kochen, aber wenn man für zwischendurch, gibt es ja sogar die Werbung, glaube ich, wenn man so ein kleines Hüngerchen hat oder so, kann man sich sowas mal reinziehen. Aber ja, also geschmacklich überzeugt mich das schon mal voll. So, dann wollen wir mal fix weitermachen. Und zwar Müller Vegan Reis Vanille. Oh ja, hier kann ich, das war der neutrale, da kann ich auch den gleichen Löffel nochmal nehmen. Oh Mist, Vanille wird wahrscheinlich auch verdammt gut schmecken. Oh, mir läuft schon echt die im Mund zusammen. Okay, also Vanille. Ist wahrscheinlich eine ganz kleine Vanillenote. Zutatenliste sieht ähnlich aus. Wasser, Kokosnussmilch, dann kommt der Reis, dann kommt der Zucker, ist auch da ähnlich, Stärke. Hier sind noch färbendes Pflanzenkonzentrat drin, Karotte. Das heißt, wahrscheinlich, ich weiß nicht, was hier vanillemäßig genommen wurde. 0,3% natürliches Vanillearoma ist natürlich relativ wenig. Und dann haben sie natürlich für die Vanille wahrscheinlich, reicht die Färbung nicht aus, haben sie ein bisschen Karotte genommen zum Färben. Finde ich, schmeckt fast... Ah, okay, hier ist so eine richtige, könnt ihr wahrscheinlich gar nicht sehen. Ist so ein bisschen gelblich. Hier ist so eine Spur drin von Vanille. Das muss man erstmal richtig umrühren. Ah, wahrscheinlich nach unten. War das schon immer so, dass bei Müller-Milch, bei dem vorigen Müller-Milchreis, dass da die Toppings immer unten waren? War das schon immer so? Ich dachte, die waren immer oben drauf. Jetzt schmeckt man ein bisschen mehr die Vanille. Aber für mich nicht so ein krasser Unterschied, aber auch voll lecker. Also grundsätzlich auch mega lecker. So, ich mache auch meinen Löffel sauber. Das war auch quasi das Essensklingeln. Das Essenklingeln, denn weiter geht's. Zimt oder Schoko. Zimt, ich bin früher echt gar kein Zimt-Fan gewesen und jetzt esse ich echt gerne mal Zimt auch zum Frühstück. In meinen Milchreis, den ich gerne mal auch zum Frühstück esse. So, der sieht natürlich ähnlich aus. Oh, der riecht auch wie früher. Da werden die ja auch, ich sag mal so, ne? Seht ihr so eine kleine Zimtspur da drin? Ich meine, die werden jetzt das Rad nicht neu erfunden haben. Die haben halt einen veganen Reis, Kokosreis quasi, kreiert. Und haben dann entsprechend die Toppings natürlich auch beibehalten, wie Vanille oder Schoko, denke ich mal. Da werden die nichts dran gedreht haben, an ihrem System oder an ihren Rezepturen.
Boah, das ist auch lecker. Mist. Boah, der Zimt ist auch richtig gut. Boah, der ist lecker. Muss man natürlich ein Zimt-Fan sein. Zimt ist grundsätzlich ja ein mega gutes Gewürz. Blutzucker regulierend, tipptopp. Kann ich nur jedem empfehlen, auch mal öfters bei so einen Speisen Zimt mit drauf zu machen. Ansonsten, wie viel Zimt haben wir denn hier drin? Da ist der Zimt. Weiß man halt auch nicht, was für ein Zimt genommen wurde, ne? Ob Cassia oder Ceylon. Da gibt es ja auch nochmal Qualitätsunterschiede. Aber auch geil. Richtig lecker. Volle Empfehlung bis jetzt für alle drei. Vegan Reis. Müller Vegan Reis. Bis jetzt alle drei tipptopp. Nehmen wir mal Schoko noch. Ah ja, okay. Dann war das mein Fehler. Ich wusste das nicht mehr. Also die Sachen sind immer ganz unten. Der Schoko, der hat mich früher nie umgehauen. Das ist, glaube ich, auch eine Geschmackssache. Hier seht ihr nochmal. Na, halt Schoko drin. Also Schokopudding. Aber auch, ihr werdet nicht enttäuscht sein, Leute. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Schmeckt echt gut. Top. Ey, richtig gut. Richtig lecker. Die ganzen vier Vegan-Reis-Produkte, finde ich, schmecken alle gleich sehr gut. Volle Empfehlung auf jeden Fall. Vom Geschmack, ja, Kalorien 111 auf 100. Das sind dann hier quasi um die, er hat 200 Kalorien, wenn ihr so einen Becher weglöffelt. Ist ganz normal, sage ich mal, im Vergleich mit anderen Produkten. Und ja, bisschen Fett durch den Kokosanteil. Und der Zuckeranteil, sage ich mal, ist bei anderen Produkten bestimmt höher. Kann man mal zwischendurch essen, ne? Aber tipptopp. So, weiter geht's. Und jetzt bin ich auch mal gespannt, weil jetzt kommt nämlich die Schwierigkeit. Ein bisschen aufstoßen. Die Müller Vegan Drink Produkte haben wir, also ist die nächste Kategorie, haben wir in verschiedenen Sorten, in vier Stück, einmal Schoko, Karamell, Banane und Vanille. So, alles wieder natürlich extreme Geschmackssache. Auch hier bin ich so ein Erdbeer-Fan. Also wenn ich früher eine Müller Milch getrunken habe, dann war es Erdbeer und Schoko. Und Vanille, Schoko kann ich mir gut vorstellen. Karamell auch sehr interessant. Hier sieht man schon, ne, was so typisch ist. Ne? Es ist natürlich nicht ganz so dick, sondern so ein bisschen durchsichtig von der Flüssigkeit. Vielleicht hole ich mal kurz ein Glas und dann seht ihr mal, wie das dann auch, dann gieße ich es einfach mal ein, dann seht ihr mal, wie das aussieht. So, auf geht's, wir haben Glas. Mit was fangen wir denn an? Vanille, Banane. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal Vanille, das wäre so mein persönlicher Favorit. Bisschen schütteln. So, kommen wir erstmal kurz zu den Kalorienmengen. Wie schaut es denn aus? Wir schnappen uns wieder zwei Karamell und Vanille. Sieht so aus. Nährwerte auf 100 Milliliter. Fett 1,6 bei beiden identisch. Dann kommt Eiweiß mit 0,4 bei beiden identisch. Und dann kommen die Kohlenhydrate, auch nochmal wichtig, 9,7 zu 9,9. Davon Zucker 6,7 und 6,9. Also auch fast identisch. 56 Kalorien auf 100 Milliliter. In Bezug auf Pflanzendrinks, wenn wir die nehmen, die, wenn wir jetzt Mandeldrink nehmen oder Haferdrink, sind die also bei 29 bis 9 bis 39 oder so 35 Kalorien in dem Dreh. Und die mit ein bisschen Fett versetzt sind, von Alpro zum Beispiel, Schokodrinks auf Sojabasis und so weiter und so weiter. Die sind so im Bereich 50 Kalorien oder auch ein Ticken mehr, aber immer unter 60. Ja, und die haben eigentlich alle fast die gleiche Kalorienmenge. Zutaten wird es wahrscheinlich auch ähnlich aussehen. Die sind ja alle auf Haferbasis. Das heißt, ich habe hier mal zwei gegenübergestellt. Banane und Schoko könnte man übrigens auch zusammen trinken. Das wäre wahrscheinlich auch ganz cool. Also Zutaten, Wasser, Hafer, 10,3% bei beiden identisch. Dann kommt Bananensaft aus und dann kommt hier bei Schoko Schokoladenpulver. Dann kommt Sonnenblumenöl. Hier hört ihr wahrscheinlich in jedem Produktreview-Video von mir. Wäre schön, wenn eher ein besseres Öl genutzt wird wie Rapsöl wegen der Omega-3-Omega-6-Bilanz. Dann kommt Speisemittel.
Speisemittel, genau. Speisesalz, Verdickungsmittel entsprechend hier Gelan. Und dann ist hier noch zugesetzt Vitamin B6 und B12 entsprechend. Okay, ja, why not, würde ich sagen. Und das war's. Ja, ansonsten richtig wichtiger Hinweis, Leute. Das ist mir, ich hätte meine Freundin mich nicht darauf hingewiesen. Hätte ich es auf jeden Fall nicht gecheckt. Leute, die Produkte haben Pfand. Ja, die haben Pfand. Das heißt, nicht einfach dann wegschmeißen in die Tonne, sondern die könnt ihr zurückbringen entsprechend. Das ist meiner Freundin auf dem Kassenzettel aufgefallen. Und was wollte ich noch loswerden? Genau, aus 50% recycelten Materialien ist entsprechend das Produkt, das hier der Müller Veganreis nicht. So, dann auf geht's. Genug gequatscht dazu, wir wollten eigentlich erst Vanille probieren. Sieht recht dick aus. Fettanteil 1,6, das ist wie bei der Milch. Früher 3,5% oder 1,6%, 1,5% Milch schmeckt natürlich grundsätzlich viel vollmundiger. Ja? Deswegen, das habt ihr auch schon gemerkt, wenn ihr eine Pflanzenmilch habt, ja, eine Mandelmilch, ja, also mein Favorit ist definitiv Mandelmilch, dann schmecken die immer recht wässrig. Ist ganz normal, weil der Fettanteil fehlt. Ja? Und jetzt kommen die Leute immer mehr drauf, entsprechend auch in die Pflanzenmilch-Alternativen einen kleinen Fettanteil zu geben von 1,5 Gramm. Ja? Und dann schmecken die auch gleich so ein bisschen dicker, vollmundiger. Also was mir als erstes auffällt, wenn man so reinriecht, ist es typisch Hafer. Schmeckt so, hat so eine Hafer-Eigennote. Schmeckt ein bisschen wie Vanillemilch. Wenn man jetzt hier noch ein bisschen Verdickungsmittel, nochmal übertreibt ein bisschen und Verdickungsmittel ranmacht, könnte man hier auch mal eine schöne Vanillesoße zaubern von. Das wäre echt mal ein Test wert. Die noch dicker zu machen, hätte man eine Vanillesoße. Ja, wie soll ich sagen? Man schmeckt den Hafer schon raus, ganz klar. Hat einen bisschen bittere Beigeschmack, eine bittere Note. Insgesamt finde ich es okay, haut mich aber nicht vom Hocker. Vanille schmeckt man stark raus. Ja, ist okay. Also schmeckt jetzt nicht schlecht. Auch nicht mega gut, sondern hier würde ich sagen, so mittelmäßig gut. So. Prost, weiter geht's. Banane, Schoko oder Karamell? Ich bin mal auf. Ich hätte mir mal ein Wasser nehmen sollen, um mal ein bisschen zu neutralisieren zwischendurch. Wir nehmen mal Karamell. Läuft das Video noch? Ja, sehr gut. Oh, riecht lecker, riecht karamellig. Zutaten sind hier wieder ähnlich, brauche ich nicht einblenden. Das erste Mal habe ich es eingeblendet, habt ihr gesehen. Zutaten sind alle ähnlich und am Ende kommt noch ein bisschen Karamellzuckersirup für den Karamellgeschmack. Ich dachte gerade, es schmeckt fruchtig. Also hier schmeckt man den Haferanteil nicht so raus. Hier schmeckt man, also kickt sofort diese Karamellnote, auch wenn man dran riecht. Auch trotzdem so ein bisschen bitterer Nachgeschmack. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Ich weiß nicht, ob das beim Hafer normal ist. Könnt ihr mal auch in die Kommentare schreiben, ob dieser bittere Nachgeschmack vom Hafer kommen kann. Finde ich einen Tick besser als Vanille. Schmeckt schon karamellig, wie so ein Karamellbonbon. Wer auf Karamell steht, ich glaube, das könnte was für euch sein. Würde ich besser werten als den Vanille auf jeden Fall. Und jetzt wird es spannend. Banane, ich bin nicht so ein Bananenfreund. Also ich esse super gerne Bananen. Liebe Bananen. Ich esse fast jeden Tag eine Banane. Auch mache ich meinen Proteinshake mit Schoko mit rein. Also ich mixe gerne mal Banane und Schoko zusammen. Finde ich total lecker. Aber jetzt pur Bananen-Eis oder Bananen... Was gibt's da? Es gibt nicht so viele Bananenprodukte, ne? Also bin ich nicht so ein Bananenprodukte-Fan, würde ich sagen. Also hier schießt einer mal richtig die Banane durch die Nase.
Aber auch dieser typische Industriebananengeruch, ne? Also wenn du eine frische Banane aufmachst, dann riecht es halt auch anders, ne? Entschuldigung. Aber wenn man sich so zurückerinnert, finde ich die sehr rund. Hm. Oh, Bananenmilch, stimmt doch. Ich erzähle echt Quatsch. Ich trinke, was ich gerne mache, ist im Sommer eine Mandelmilch, ungesüßt oder die gesüßte, die mit 29 Kalorien, 300, 400 Milliliter und dann eine Banane reinmixen. Daran hat es mich gerade erinnert. Klar, ich trinke auch, sonst trinke ich auch mal so eine Bananenmilch. Selbst gemacht. Und die ist echt lecker. Also erinnert mich total an, hat mich gerade total daran erinnert. Hm. Auf jeden Fall auch eine Empfehlung, also Karamellbanane ist echt super. Schmecke ich eigentlich kein, hier ist kein, gar kein bitterer Nachgeschmack. Tipptopp. Letztes Produkt. Und zwar der Schokodrink. So, hier werde ich auch nochmal euch zeigen, wie das ausschaut. Das bisschen Vanille wollte es nicht verfälschen. Da seht ihr auch, so ein bisschen dickflüssig. Aber wenn man so reinguckt, ist es doch so ein bisschen dickflüssiger. Zutaten haben wir das gleiche Spielchen. Kakaopulver ist entsprechend drin. Wahrscheinlich entölt, fettarmes Kakaopulver. Bei Schoko wäre eher mein Favorit. Hm. Schmeckt wie die Alpro, schmeckt so ein bisschen wie der Alpro Schokodrink. Kann ich mir gut vorstellen, sogar die auch hier für eine heiße Schokolade, die Winterzeit ist ja jetzt gerade fast vorbei, kann ich mir gut vorstellen für eine heiße Schokolade, die zu trinken. Finde ich in Ordnung. Schmeckt nicht extrem, schmeckt so ein bisschen fast natürlicher, so ein bisschen das, der Kakaogeschmack. Kein bitterer Nachgeschmack, ich weiß nicht, wo der von den anderen beiden herkam. Hm. Finde ich auch gut. Schokoladig. Man merkt, die Schokonote ist so ein bisschen dickflüssiger, auch durch die Verdickungsmittel. Also finde ich auch sehr, sehr rund. Also auch empfehlenswert, muss ich sagen. Schoko, Banane, Karamell. Super Sachen. Vanille hat mich jetzt nicht ganz so überzeugt. Aber die anderen drei, also die ganzen Müller-Vegan-Produkte, tipptopp, bin ich, wäre ich dabei, würde ich sogar geschmacklich auf jeden Fall wieder kaufen. Ja, das war es erstmal mit den Müller Vegan Reisprodukten. Dann geht es mal direkt weiter mit Dr. Edgar Lovett. Auf geht's! So, die Dr. Edgar Lovett Produkte im Test. Gut, dass ich das nicht alles nachher alleine aufessen muss. Aber es heißt gut, oft würde ich schon machen, aber. Dann wäre ich, glaube ich, ein bisschen voll. So, also wir haben hier einmal pflanzlichen Schokopudding und pflanzlichen Vanillepudding auf Mandelbasis jeweils. Kommen wir mal zu den Nährwerten. Ja, wollen wir wieder mal beide zusammennehmen. 100 Gramm Kalorienzahl sieht gleich aus. 428 zu 418. Wir haben 3,9 Gramm Fett und 5,3 Gramm Fett bei dem Vanille. Dann haben wir Kohlenhydrate 14 und davon 10 Gramm Zucker. Hier haben wir gleich wieder einen höheren Zuckeranteil. 13 Gramm bei Vanille und 9,1 Gramm Zucker. Eiweiß jeweils einmal 1,5, einmal 0,8 Gramm, also nicht erwähnenswert. Und ein minimaler Salzgehalt. Also die Produkte sind ja auch, sage ich mal, von den Nährwerten relativ identisch. Und jetzt kommen wir zur Zutatenliste. Wasser, brauner Rohrzucker, also na, da haben wir auch den Zuckeranteil. Naja, wenigstens wurde brauner Rohrzucker genommen und nicht nur Einfachzucker, Kristallzucker, bisschen besser. Dann modifizierte Stärke, also Tapioca-Stärke. Und dann kommt das Mandelmark, hier die Schokolade auf der anderen Seite. Wo kommt denn hier? Da kommt natürliches Bourbon-Vanille-Aroma. Und genau, dann kommen entsprechend noch ein paar andere Aromen, Farbstoff, Carotin, auch hier wurde wieder wie bei dem Vanilleprodukt so ein bisschen wieder getrickst, was ja normal ist in der Lebensmittelindustrie, na, mit Farbstoff, also mit Carotin. Ja, aber das ist noch drin, das war es eigentlich schon. Ja, hier auch Verdickungsmittel, Carrageen nochmal extra drin, aber auch hier hält sich, sag ich mal, die Zutatenliste
Ist überschaubar. Ist, macht Sinn auf jeden Fall. Was ist hier die Besonderheit, sage ich mal nochmal, von den Produkten? Wir haben hier einmal, der Umwelt zuliebe, kann man hier entsprechend die Pappe abtrennen und nochmal separat wegschmeißen, ja, und entfernen. Und hier steht aber nicht drauf, dass entsprechend auch das Plastik irgendwie jetzt nochmal, ja, besonders gut ist. Also ich weiß nicht, ob man es jetzt aufs Plastik raufdrückt, die Farbe, oder korrigiert mich da, vielleicht ist das wahrscheinlich doch, das ist die bessere Variante, wenn man das auf die Pappe raufdrückt, das lässt sich besser recyceln auf jeden Fall, als wenn es, glaube ich, farblich auf das Plastik gedruckt ist. Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Test. Mach mal kurz meinen Löffel sauber. Und dann wollen wir mal starten mit Schoko. Jetzt bin ich ein bisschen verwöhnt von den Müller-Produkten. Wir machen aber auch schon Vanille auf. Oh, kommt bei Schoko, na, lassen wir machen Vanille noch nicht auf. Bei Schoko kommt einem gleich ein richtig dicker Schoko-Geruch entgegen. So sieht's aus. Richtig cremig. Richtig, richtig cremig. Das hätte ich eher bei Kokos, auf Kokosbasis, die Pflanzenjoghurts oder hier ein Pudding. Die sind auf Kokosbasis immer so richtig schön cremig, finde ich richtig gut. Also auf Mandelbasis macht der schon mal optisch einen guten Eindruck. Geschmack. Mhm. Auch so ein bisschen natürlicherer Schokogeschmack. Aber Schokopudding-mäßig voll dabei. Super. Schmeckt wie ein Schokopudding schmecken muss. Tipptopp. Ach Gott, siehst du? Oder nicht siehst du, sondern seht ihr die Preise? Die habe ich wahrscheinlich jetzt gerade schon so beim Schneiden gemacht, dass ich die immer zwischendurch mit eingeblendet habe, wenn ich die Produktkategorie vorgestellt habe. Super. Vanille. Wir nehmen Vanille noch. Mit Bourbon-Vanille. Das ist immer, ich finde das immer witzig, aber ist halt die Lebensmittelindustrie, ne? Wie viel Prozent Vanillearoma haben wir hier drin? Also nicht mal prozentual angegeben, wahrscheinlich 0,3% oder so, wie bei dem hier. Und da hat man hier so eine schwarzen Punkte, da frage ich mich auch, wo die herkommen. Hm. Okay, also er ist auch sehr, sehr, sehr cremig. Die Cremigkeit ist krass, von beiden. Schmeckt nicht so doll extrem nach Vanille. Die Cremigkeit ist lecker. Hat auch so ein, auch so ein bisschen bitteren Nachgeschmack. Aber sehr süß. Vanille schmeckt, könnte ein bisschen intensiver rausschmecken. Ja, geht klar. Schoko bin ich dabei. Volle Empfehlung. Schoko tipptopp. Vanille schmeckt auch gut. Kickt mich aber nicht ganz so krass. Ja. So, das war's, würde ich sagen, mit den Dr. Edgar Lovett pflanzlicher Pudding Produkte. Weiter geht's mit der nächsten Produktkategorie, nämlich Ermann Veo Vanille Schoko mit der Sahnehaube. Ermann Veo, hier bin ich auch mal gespannt. Vom Geschmack her, ich mag diese Sahnehauben. Ich habe auch selber Sojasahne zu Hause. Haben wir im Kühlschrank auf dem Kuchen oder auch mal Pancakes, kann man auch mal machen. Die hat echt nicht viel Kalorien, schmeckt super. Habe ich auch schon Omnivoren angeboten, hat keiner den Unterschied geschmeckt. Also nochmal kurz was in Eigenwerbung. Wenn ihr wollt, ihr sucht ein paar coole vegane Produkte, ja, ein Hoodie oder ein Sweatshirt, ein paar coole T-Shirts, ja, dann könnt ihr gerne mal im Shop von PlantView vorbeischauen. Ihr kriegt es auch mit dem Code VEGANMARKULES10. Entsprechend 10% Rabatt auf alle Produkte. Schaut gerne mal vorbei. Bio-Baumwolle, recyceltes Polyester. Also super coole Qualität, schön dick. Könnt ihr gerne mal abchecken. Dann geht's weiter. Letzten beiden Produkte. Wir starten mal mit dem Ermann Veo Schoko. Könnt ihr auch mal wieder so ein bisschen gegenüberhalten. Kommen wir mal wieder zu den Kalorien. Auf 100 Kalorien haben wir 7 Gramm Fett.
Halleluja. Erstmal, die beiden sind auf Kokosmilchbasis, was ich immer gern mag, 6%. Und deswegen ist auch wahrscheinlich der Fettanteil richtig hoch. Die werden wahrscheinlich sehr cremig sein. Dann gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate, auch beides ident. Also einer hat 126 Kalorien, einer hat 129 Kalorien. Kohlenhydrate einmal 14, auch 14, davon Zucker 9 Gramm, beide identisch. War hier ist einmal Schokolade und einmal Vanilleextrakt wahrscheinlich. Und Eiweiß 0,9 zu 1,4 Gramm. Und das war's. Ja, also auch keine riesen Unterschiede. Von den Zutaten schaut es so aus, meistens auch wie bei den anderen. Blende ich hier nochmal ein. Wasser, Zucker, dann kommt Kokosmilch 8%, bei dem anderen sind 6%. Aha, ganz gehärtetes Kokosfett, das habe ich auch noch nie gelesen irgendwo. Ich habe echt schon viele Produkte gelesen. Modifizierte Stärke, Kichererbsen, wahrscheinlich auch um das Ganze ein bisschen dicker zu machen. Dann Sonnenblumenöl ist hier wieder drin entsprechend. Pflanzliche Fette, Glukosesirup, ja, auch nochmal ein Zucker. Dann Aroma, Feuchthaltemittel, Sorbit, ist auch manchen Produkten mit drin. Dann hier fettarmes Kakaopulver, Verdickungsmittel entsprechend auch bei den anderen Produkten. Und dann haben wir hier Emulgatoren mit den E-Nummern. Das finde ich immer, wirkt immer sehr negativ. Ne? E-Nummern sind nicht immer direkt super schlimm, aber der Verbraucher checkt es halt nicht. Also wie soll man sich die ganzen E-Nummern merken? Ich habe dazu auch ein YouTube-Video mal gemacht, wie man sich sehr gut vegan im Supermarkt zurechtfindet mit den ganzen Nummern. Und da habe ich die Basis-E-Nummern, die so verwendet werden, auf die man auch reinfallen kann, wie rotes Färbemittel von Kamin, genau, von den Blattläusen zum Beispiel. Ne? Das sind zum Beispiel auch immer gerne mit einer E-Nummer versehen und so weiter. Da kann man mal drauf reinfallen. Finde ich jetzt nicht gut. Ich meine, hier steht jetzt klar drauf, sind beide Produkte vegan. Dann muss man sich da irgendwie auch drauf verlassen. Aber mit den E-Nummern finde ich immer nicht so gut. Auch mit den Stabilisatoren und so weiter. Also hier ist schon relativ viel E-Nummern drin. Das finde ich irgendwie nicht so positiv. Ja, das fällt hier ein bisschen negativ auf. Könnte man auch nochmal nachchecken im Anschluss. So, wir testen jetzt einfach mal. Wir legen jetzt einfach mal los. Also nochmal den Löffel sauber gemacht. Und dann geht's los. Umrühren oder nicht umrühren? Also ich bin eher der Typ nicht so. Also beim Müllermilchreich habe ich umgerührt, damit ich beides ein bisschen habe. Hier muss ich sagen, bin ich Team Sahne und Schoko einzeln nicht umrühren. Bin ich mal gespannt. Huiuiui. Das ist ja auch keine Werbung, die ich mache. Ne? Also ich betrachte alle Produkte wirklich kritisch. Das ist unbezahlte Werbung hier entsprechend für die Hersteller. Boah. Uiuiui. Ist da was mit dem nicht in Ordnung? Uiuiui. Nach was erinnert mich das denn? Ne? Also die Sahne. Die Sahne geht. Ziemlich süß, zuckrig. Aber der Pudding, was ist das denn? Das ist doch kein Schokopudding. Hier, den mit der Sahne, geil. Der Schokopudding, ey, was ist das denn? Sorry Leute, dass ich gerade hier so ein bisschen drauf abgehe. Der Schokopudding schmeckt für mich total. Ich möchte es gar nicht aussprechen. Oh. Da, irgendwas, also nee. Ganz komischer Geschmack. Ich wollte gerade was Falsches sagen, aber nee, sage ich nicht. Geschmacklich, boah, da müsste ich den wegschmeißen. Nicht am liebsten, sondern eigentlich würde ich ihn wegschmeißen, aber meine Freundin, denke ich mal, würde den aufessen. Boah. Wollen wir kurz was trinken. Aber wir wollen das ja wirklich realistisch gestalten. Ich mache mal meinen Löffel sauber. Bitte lass die Vanille-Variante besser schmecken. Also hier wird wahrscheinlich die Sahne genauso schmecken. Ja,
So, jetzt kosten wir erstmal Vanille ohne Sahne, also einen kleinen Sahneanteil. Geht doch. Geht doch. Hier finde ich den Vanillepudding besser als den hier von Dr. Edgar Lovett. Und jetzt nochmal ein Kombi. Mmh. Der ist lecker. Also Vanille, mega gut. Der Veo von Ermann. Empfehlung, geschmacklich. Ich weiß nicht, was los war. Ich muss den nochmal kosten jetzt hier. Ich muss den Schoko jetzt nochmal kosten. Das kann doch nicht sein. Ist irgendwie geschmacksnervig, irgendwie was bei mir durchgebrannt. Ganz seltsamer Geschmack am Abgang. Bin auch mal ein bisschen selbstzerstörerischer. Was ist denn das für ein komischer Geschmack? Hä? Schmeckt es jetzt besser? Also, das ist jetzt total verrückt. Entweder habe ich mich jetzt an den komischen Geschmack gewöhnt, dann jetzt kommt er wieder durch. Hier kommt so eine ganz eklige, für mich unangenehme Geschmacksnote durch. Boah, was mich echt schauert. Vielleicht liegt es an mir geschmacklich, keine Ahnung. So, das war es auf jeden Fall mit dem Produkttest. Das waren die Veo. Hier die Empfehlung auf jeden Fall beim Vanille. Schoko nicht meins. Das würde mich mal interessieren bei dem hier, Leute. Wenn ihr den gekauft habt, dann erinnert euch bitte an mein Video und schreibt mal gerne in die Kommentare, wie euch der geschmeckt hat und ob ihr da voll bei mir seid. Das war es auf jeden Fall mit der heutigen Produktreview. Eine ganze Menge. Ein paar Sachen werde ich gleich nochmal auffuttern. Und das war's. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Denke ich mal, das wird ein Rezeptvideo werden. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.